Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe mit Thorsten Helbig, Lernen und Handeln mit der Forex Pro Community. Ich freue mich, dass Sie wieder live dabei sind und natürlich freue ich mich auch, dass Thorsten für uns wieder die Zeit gefunden hat. Mein Name ist Nelson Cardoso-Netto, ich begrüße Sie im Namen von FXFET. Wir schauen uns mal direkt den Risikohinweis an, denn wie immer, die meisten von Ihnen wissen das ja schon, dient dieses Webinar ja nur zu Schulungs- und Informationszwecken, unabhängig davon, was heute im Webinar gezeigt wird. Also die Setups von Thorsten müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig. Und dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung verstehen. So, dann gebe ich mal rüber, sage aber an der Stelle auch nochmal offiziell guten Morgen an Twitch und TraderPulse. Und ja, schön, dass ihr auch da seid. Und wünsche euch und Thorsten viel Erfolg und viel Spaß. Guten Morgen. Ich finde das mir mutig, wenn Nelson morgens in seiner Belehrung immer sagt, jeder muss seine eigene Entscheidung treffen. Wenn ich hier so in die Teilnehmerliste gucke, weiß ich, dass 90, 95% von den Teilnehmern hier verheiratet sind. Und dann kommt jemand um die Ecke und sagt, man soll seine eigene Entscheidung treffen. Das ist so ein Widerspruch in sich. Man hat eine Entscheidung getroffen und ab da werden die Entscheidungen getroffen, ne? So. Wie bitte? Ich lasse das mal so stehen. Ja, kannst du auch. Guten Morgen, hier in Regensburg hat es geregnet. Ja, was meinst du, warum das Regensburg heißen würde? Sonst wäre es ja Sonnenstadt oder Sonnenburg. Hat ja einen Grund, dass man das Regensburg getauft hat. Jungs und Mädels, wir schauen mal als erstes darauf, was wir gestern so getan haben. Damit starten wir mit diesem Muster. Dazu muss ich ein Bild von gestern rausholen. Das nicht, das auch nicht. Das hier. Das hier war gestern unser Plan, dass wir gesagt haben, das ist die blaue Variante hier. Das war unser Plan. Wir wollten runter bis zur 1,0902 circa, also knapp über der 0,2. Linie eingezeichnet bei 1,0903. Wir haben gesagt, wir wollen hoch, wir wollen den Zielbereich von unten kaputt machen, zurück bestätigen und dann nach oben weg. Zielbereich bei circa 1,0911. Diese gelbe Linie hier bei 1,0911. Das war die Long-Variante und was willst denn du hier? Und wir hatten noch eine Short-Variante. Die muss ich nur finden. Die war es nicht. Na gut, die haben wir ja im Chart. Die Short-Variante sagte hier dann ganz runter und dann hoch und dann wieder retour. Wir schauen einmal gemeinsam auf dieses Bild. Die Linie nehme ich dafür raus. Wir machen ja diese Pläne hier fast jeden Tag. Retour, die Schweizer kennen das, Retour. So, was machen wir jetzt? Der Marcel hat verschlafen. Nelson, was machen wir mit ihm? Tafel putzen oder muss er nachher den Klassenraum ausfegen oder? Das ist deine Schulstunde, musst du entscheiden. Du bist der Direktor, ich bin ja nur der Biologielehrer hier. Biologie, so. Das Einzige, was ich verstehe, ne? Ich lasse mir irgendwas einfallen. Ich meine, es ist ja eine reine Bierfrage, ne? Er kann das ja auch ausgleichen.
Er kann sie ja freikaufen. Wir haben den Plan da mit diesem Tief, wir haben gesagt, die 109035, das war dieses Tief, einmal kurz unterbieten, dann hoch über die 10910 zurück und dann hoch bis zur 10931. So der Plan. Und ab diesem Hoch, wenn er dieses Hoch hier kaputt gemacht hat, nach dieser Kurve hier, wenn er dieses Hoch kaputt gemacht hat, zurück, dann ganz hoch und ab hier nach Euro pro aufstocken. So war der Plan. Wir merken uns die 109035 und wir haben das Low hier bei 10950 glatt. Wenn wir Marken aufrufen, dann kommunizieren wir schon lange, dass wir die Long Order immer 2 Pips über den Marken platzieren und die Short Order immer 2 Pips unter den Marken, die wir analysiert haben. Wir wollten hier runter bis zur 10935. Dahin wollten wir da. Und ich male das jetzt einfach mal nach. Wir wollten hier runter, dann wollten wir, ups, das war die Long-Variante. Die Long-Variante war nämlich blau. Und dann haben wir gesagt, wir wollen da hoch. Dann haben wir gesagt, wir wollen wieder da runter. Und wir haben gesagt, ab hier dann so, Ziel 10930. So war es kommuniziert. Exit im Bereich 10930. So war das Bild und so war das Bild ist von gestern früh 10 nach 8 oder so. Und das hier war der Verlauf. Exit im Bereich 10930. Das High haben wir gemacht bei 10927,6, gerundet 10928. Ich neige dazu, dass der Verlauf fast perfekt gewesen ist. Ich habe gestern Morgen haben wir hier eine Long-Position durchgehandelt, haben damit unser Tagesziel eingefahren. Damit war die Kiste auch erledigt. Aber das ändert ja nichts an dem, was wir heute hier kriegen. Hier will ja niemand wissen, oh, hatten die gestern Husten? Haben sie gestern einen Tee getrunken? Oder haben sie gestern was Gutes gehandelt? Sondern man will ja wissen, was machen wir heute? So. Und dazu müssen wir uns diese Geschichte hier einmal etwas größer anschauen. So, im nackten Chart sieht man das immer besser. Nackt sieht vieles besser aus. In meinem Alter zwar nicht mehr, aber so. Hier haben wir eine Abwärtsbewegung. So, diese sogenannte Bewegung A. Jetzt bewegen wir uns hier in der Korrektur und zwar in einer sauberen Flagge. Und diese Flagge, da, ich mache das mal nur schwächer, damit man das besser oder schlechter erkennt. Da haben wir die Flagge, um das Zeitfenster rauszukitzeln. So. Das heißt, wir hätten heute nach meinen Setups ja noch ein bisschen Zeit, um diese Flagge hier zu komplettieren. So.
Jetzt schauen wir mal auf das Flaggenmuster. Das ist so, ich sag mal, so eine typische Kiste. Abverkauf, schnelle Korrektur. Dann wird es langsamer, dann wird die Bewegung hier, die abwärts geht, wesentlich langsamer. Dann die nächste Aufwärtsbewegung wird auch wieder langsamer. Und jetzt verjüngt sich dieser ganze Kram hier. Und ich mache es mal größer. Ich meine, die Börse richtet sich nicht nach diesen bunten Linien hier, die wir hier malen. Diese ganzen Muster, die dienen nur dafür, das Marktverhalten zu interpretieren. Man sagt, okay, nach diesem Abverkauf war hier unten eine Marke X erreicht. Ah, jetzt kann ich das auch ein bisschen genauer machen hier. Ja. Da. Und da ist das Tief und da ist ebenfalls das Tief. Da. So, jetzt haben wir die ganze Geschichte auch ein bisschen genauer und jetzt sehen wir, dass seit dem 6. August, also seit vorgestern Mittag, bewegen wir uns hier in einer Korrekturflagge. Das ist so ein typisches Verhalten, Absturz. Wenn man nicht von Absturz reden kann, aber wir sind ja nun mal fast 100 Punkte gefallen. Und dann der erste Schub kräftig dagegen. Wir haben das letzte Hoch hier, dieses hier, nicht kaputt gemacht. Ich lege da mal eine Linie drauf. Da. Wir haben im ersten Schub nur dieses Hoch bestätigt. Absturz hoch, dieses Hoch bestätigt. Und diese Marke hier, die 10935, ist jetzt so ziemlich umkämpft. Und von hier nach hier haben wir eine leicht steigende Tendenz. Das heißt, wir haben hier eine ganz klassische bärische Flagge. Diese bärische Flagge ist im Korrekturmodus und Korrekturmodus sollte in der Regel circa also Minimum vom Zeitfenster doppelt so lang sein, die doppelte Zeit in Anspruch nehmen wie die Bewegung. Ich weiß, ich bin jetzt hier ein bisschen ungenau mit den Dingern hier, aber das geht ja auch nur um das Zeitfenster hier. Das heißt, wir hätten hier noch Zeit bis heute Mittag 13 Uhr circa, um den Korrekturmodus hier zu komplettieren. Okay, nichtsdestotrotz haben wir hier oben die Flaggenkante und wir haben hier das Hoch an der Flaggenkante sauber zu sehen. Erstes Hoch, zweites Hoch, drittes Hoch. Es gibt Menschen, die haben mal gesagt, schräge Linien, schräge Vögel. Ich glaube, Nelson erinnert sich daran. Aber man kann auch sehen, dass auch die schrägen Linien vom Markt doch angenommen und auch umgesetzt werden. Die schrägen Linien sind leicht steigende Kurse oder leicht fallende Kurse und auch diese Setups werden vom Markt sauber interpretiert oder werden ganz sauber von den Algorithmen angenommen. Und die passenden schrägen Vögel dazu, ich habe das mal so für mich angenommen, die passenden schrägen Vögel dazu, die müssen einfach nur lernen, diese schrägen Linien auch zu lesen. Das heißt, wir sind jetzt beim Hoch bei 10937. Wir kommen zurück auf das Bild von gestern. Wir haben hier 10939, wir haben 10931 und wir haben hier ein paar Hochs zwischendurch. 10932, 34 und der Verlauf hier, der war gestern. Ich will nicht sagen Gesetz, aber der war sauber vorgegeben. Wir nehmen uns die 10937 mal als Muster und gehen.
Machen wir den mal nur auf 2 Tage und 10913 hatten wir. Die Nummer ist durch. So. Nehmen wir auch raus. Machen wir mal ein bisschen größer, damit auch jeder ein bisschen was sieht. Ja. So. 10937 hatten wir uns gerade in dem Kanal angeschaut. Und wir sind jetzt exakt an der 10937. Wenn ich hier jetzt Shorts wähle, gucken, ob das geht. Na ja, komm, fix. Wenn ich hier jetzt Shorts wähle, doof. Ist im richtigen Symbol. Ohne Apostroph. Du hast mir einen falschen Chart aufgemacht, Nelson. Entschuldigung. Ja, machen wir das gleiche Spiel hier. Du, man muss ja nicht alles wissen im Leben, man muss immer nur Entschuldigen finden, wenn irgendwas nicht funktioniert, ne? So, wir haben sauberes Muster hier. Weil hier unten bis zur 10915 wäre ein schöner Weg. Die 37 haben wir oben angeteasert und wir können hier sogar mit einem viel engeren SL arbeiten. Ein kurzes Spike über dieses Hoch hier. Dieses High haben wir bei 36,2. Dieses Hoch sollte rausgenommen werden, um dann dieses Muster hier zu komplettieren. Oh. Danke für den Hinweis. Hebig fuscht. Hat seine eigenen Regeln nicht im Griff. Danke, Willi. Das ist genau das, was dann passiert in einer gewissen Euphorie. Wir sind unter 20 Punkten und damit haben wir hier eine Sperrzone, die ich jetzt gerade missachtet habe. Dafür müsste ich eigentlich dem Wilhelm irgendwie ein Bier ausgeben. Oder einen Orangensaft. Mit Sprudel. Als Schorle. Irgendwie so. Ich lasse mir mal was einfallen. Danke für den Hinweis. Ich habe die Sperrzone echt übersehen. Jetzt hänge ich in der Position, okay, weil wir handeln normalerweise erst, wenn die Sperrzone einmal kurz verlassen wurde. Das heißt, um den besseren Blick zu kriegen, machen wir das mal ein bisschen größer. Das heißt, ich hätte warten sollen, warten müssen, bis dieser Spike hier, dieser doch ganz kurz oben rausguckt, so wie ich es jetzt hier auch gerade gezeichnet habe, und dann nach unten weg. Okay. Jetzt habe ich den Fehler gemacht oder nicht die klügste Entscheidung getroffen. Jetzt muss ich damit leben. Wir haben in dem Fall hier den BE bei 22. Das heißt, spätestens, wenn wir hier unten an der 24 sind, dann muss der SLBE gehen. Das passt auch mit 10 Punkten. Der Entry circa bei 35, wir sind hier bei 22, nach 10 Punkten geht der SL automatisch BE plus 2 und dann kann er den, dann ist mir der Tag relativ egal. So richtiges Long-Muster kann ich hier nicht erkennen und habe ich hier auch nicht. Das Einzige, was passieren kann, und das hier, das sollte man sich hier vielleicht
Mal knipsen, das tue ich immer schnell. So, habe das Bild schon mal hochgeladen. Das zweite ist das hier. Das knipsen wir mal auch schnell noch. Aber ich sag mal, unsere Community dürfte ja fast vollständig da sein. Einen Longplan, den kann ich hier nicht erkennen. Der längere Schenkel von solchen Dreiecken hier oder von solchen Flaggen, der sollte aufgelöst werden. Das heißt, wir können hier oben einen Fehlausbruch kriegen über die Oberkante, ganz kurz da oben drüber, um dann die Unterkante anzulaufen. 109. Haben wir noch ein bisschen Zeit, ne? 10906. Und 10915, dann würde ich den hier sogar ein Stück tiefer ziehen. 10909. So, da kann er hin. Diese Kombination aus der iberischen Flagge und aus den Zielbereichen hier, die könnte uns heute ein gesundes Tagesziel einfangen. Je früher, desto besser. Je früher wir damit fertig sind, desto mehr Freizeit haben wir. Hier geht es ja nicht darum, dass wir die Riesensummen einfahren, die Riesenkohle machen, sondern hier geht es darum, dass wir einfach unser Tagesziel realisieren. Bezahlt, dass der Stefan mal herkommt, mir die Haare macht hier. Sieht aus wie ein Strauchdieb hier. Das sagt jetzt nichts Falsches. Wir schauen dazu mal in die Kommunikation von gestern. Das waren die Pläne von gestern früh hier. So, DAX Long, bop, 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 Euro Long, 9:04 BE. Schnell Entry nach Longplan 10911. An der 31 steige ich aus und dann habe ich gesagt, Exit um 9:55 an der 10926. Das heißt, bei der 11 rein und bei der 26 raus, um 9:55 Tagesziel eingefahren. Alles gut, dann kann die ganze Geschichte oder dann ist der Tag komplett entspannt. Das, was man ja auch haben will, das ist ja unser Ziel. Die Fragen gestern, ja, warum steigst du jetzt aus? Du wolltest doch zu 31 und. Ich hatte gestern ab 10 Uhr einen Podcast mit unserem lieben Kollegen Wieland Aalt, der das ja gerne macht. Wir haben gestern mal über Strategien und so weiter haben wir geplaudert. Den Podcast gibt es Anfang Oktober, wird er veröffentlicht in circa 5 Wochen oder 6 Wochen. Der muss dann geschnitten und genehmigt werden und dann wird der entsprechend veröffentlicht. Wir werden darauf eingehen, wenn der da ist. Okay. Wir haben dann den DAX bei 17.409 gelongt und sind dann auch um 9:56 BE gegangen und bei 5:55 haben wir den DAX dann rausgenommen. Den DAX schauen wir uns gleich an. Wir haben bup, 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 bup. Hauptaugenmerk liegt auf Shorts bei 17.710, 17.750 und 17.570 ist eine harte Nuss. Ich shorte schon ab hier, aber der SL muss recht hoch. 14:13 SLBE, dann BE geflogen und um 15:34 haben wir
die 17.600 nochmal angesteuert und haben gesagt, wir schauten da einfach nochmal neu. Gut, das war jetzt mein Abend hier. Das muss jetzt nicht so sein. Dann haben wir gesagt, ich werde die Position über Nacht BE absichern. Stop auf 5,75. 5,20 wird aufgestockt. Alle Stops 5,60. Aufstockung geht der SL auf 5,20. Die andere bleibt bei 5,60. 17.250 Mindestziel. 17.000 wäre gut. So. Und dann fing das Ding hier gestern Abend an zu purzeln. 17.600 haben wir gestartet. Ups. Jo. Auf das Thema gehe ich gleich nochmal ein. Was heißt denn BE? BE heißt Break-Even. Das heißt, man zieht den Stop-Loss auf Einstieg. Wenn ich eingestiegen bin bei 17.600 und ich sage, der Stop geht BE, dann heißt das, der Stop-Loss geht auf Break-Even, Entry 17.600, dann geht der Stop-Loss auch auf 17.600. Das heißt, wir haben null Risiko, wir haben die Position komplett aus dem Risiko genommen. Verbuchen wir 5 Punkte Verlust, 5,5 Punkte Verlust und schauen uns jetzt diese Geschichte hier mal an. Wir sind an der Kanaloberkante angekommen und wir sehen, dass er die jetzt gerade mit Schmackes, also optisch mit Schmackes genommen hat, obwohl Schmackes für mich anders, etwas anders aussieht. Das sind man gerade, wir waren vorhin bei der 36, jetzt sind wir bei der 40, er hat die man gerade mit 4 oder 5 Punkten kaputt gemacht. Sollten wir jetzt hier unter die 35, wieder unter die 35 gehen, Schlusskurs unter 1,0935 im M5, gleich Neustart für Shorts. So, da haben wir es. Das heißt, den jetzt schön im Auge behalten, wenn das hier nur ein Fehlausbruch war, hier oben raus und der wieder zurückkommt, hier zock, da runter, dann wird es Zeit, dass man hier sich neue Shorts sucht. So eine Flaggen werden in der Regel mit einem Fehlausbruch nach oben beendet und wenn der Fehlausbruch da war, dann erfolgt der Abverkauf in der Regel auch relativ schnell. Wenn es eine bärische Flagge ist, wenn es eine bullische Flagge ist, logischerweise entgegengesetzt oder umgedreht. So, schauen wir uns diesen Kumpel noch an. Wir haben gestern den ersten Versuch gestartet bei 5,70. Da müssen wir hin. Noch ein Stück weiter. Da. Die Uhrzeit hier ist 12:35 Uhr. Wir schauen auf den Chart, wann wir geschortet haben. Long Exit 11:15 Uhr. 12:56 Uhr. 13:06 Uhr, also 14:06 Uhr. 14:06 Uhr. Da.
Ja, genau in diesem Bereich. Erstes hoch, zweites hoch, drittes hoch, dreimal eine Umkehrformation, um dann direkt nach unten wegzulaufen. Als wir hier in diesem Tief waren, wurde der Stop-Break-Even gezogen, also auf die 17.570. Und danach dann der nächste Short bei 600. Da. Der nächste Short war dem geschuldet hier, dass wir diese Aufwärtsbewegung, wenn wir uns die Kerzen hier mal anschauen, die Abwärtsbewegung hier war relativ sauber, die hier nach oben, lange Dochte, lange Lunden, immer wieder Dochte, Lunden, viele neutrale Kerzen, ist jetzt nicht so ein Spaß. Deswegen haben wir bei der 17.600 gestartet. SL sollte, musste, muss immer noch über die 17.750. Hier muss ich mal einen passiven Modus setzen, sonst sieht man das nicht. Da oben circa muss der SL liegen. Der Abverkauf dann ab der 600 hier, ab diesem Bereich mit dem SL da oben, der hat dann gestern Abend hervorragend funktioniert. Ziel unten war die 17.250. Das war das Mindestziel für gestern. Ja, ziehen die Linie mal dahin. So, das war das Ziel, was wir gestern Nacht haben wollten. Irgendwo haben wir es geschrieben. Gestern Abend, oh, BE geflogen, neue Start 15:34 Uhr, 17:06 Uhr. Irgendwo stand es doch da. 19:57 Uhr haben wir geschrieben, 17.250 Mindestziel, 17.000 wäre gut, 16.250 perfekt für den August. 17.250 war hier unser Ziel. Hier unten, wir haben das Low heute Nacht gemacht bei 17.265. Das heißt, 15 Pips über dem eigentlichen Ziel. Vielleicht war ja auch mit der 250 etwas zu euphorisch. Stop-Loss hatten wir auf die 94 gezogen. Gestern in der Wertung, wird die 94 berücksichtigt? In der Wertung Exit 17.490. Da wir das genau das kommuniziert haben. So, die 17.750 ist noch nicht vom Tisch. Und immer, wenn wir hier unten ankommen, immer, wenn wir diese Geschichte hier ansteuern, haben wir immer wieder das gleiche Problem. 17.250, 17.260, 17.300. Da schauen wir uns das mal an. Da 1, 2, 3, 4, gestern Nacht das fünfte Mal angelaufen. Das heißt, wir bewegen uns hier genau in so einer Spanne, die er erstmal verlassen muss. Da muss der DAX erst einmal rauskommen. Jetzt sind wir an der 17.575. Wir waren schon fast an der 600. Das entspricht dem 76er FIBO-Level. Ja. 76er Level ganz kurz angesteuert, um dann direkt
wieder nach unten hier abgewiesen zu werden. Das High bei 586, Level ist bei 75 und wir sehen, wie er genau an diesem letzten Level hängen bleibt. Gleiche Marke wie gestern. Shorts hier möglich ab 17.570. Jetzt gleich Short 1. Und wichtigste Short-Marke ist 17.710, 17.750. So, das knipsen wir auch noch. Das heißt, ab hier jetzt Shorts machbar. Die 16.200 ist für den August, ja 16.200, nicht 17.200, die 16.200 ist für den August durchaus denkbar, durchaus machbar. Ja. Ich schaue mir jetzt mal die Kerze hier an. Unter dieser Kerze könnte man sich jetzt Shorts suchen. Aber Hauptaugenmerk, wichtigste Shortmarke 710, 750. Wenn die jetzt per Schlusskurs hier kaputt geht, die 76, macht genau an der 76er wieder auf. Wenn man sich jetzt hier Shorts sucht, das müsste ich ja jetzt hier machen, wenn ich schon zu spät komme, scheiße, er hat genau im 76er FIBO-Level aufgemacht, schon 10 Punkte weg. So. Und dann kann man hier relativ knapp oben drüber mit dem SL 76er FIBO-Level. Euro Pro gucke ich mir gleich an, mein lieber Michael. So. Damit ist auch hier Ziel bleibt ja bei der 50. Also hier unten vielleicht nochmal hinlaufen. Will er nicht hört. Mann. 250, das wäre eine, da hat er ihn, jetzt hat er ihn gegriffen. So. SL geht nach 39 Punkten BE. Ja, ein paar Leute schneller mit der Nase draufstoßen. So. Dann haben wir das auch fertig. Das heißt, im DAX kommen für mich Longs nicht in Frage. Ausnahmen bestätigen die Regel, so wie gestern früh hier dieser Bereich hier, der war so ein klassischer Long-Bereich.
Für gestern, dann nehme ich so ein Longsbach raus. Ansonsten suche ich mir oben immer vernünftige Marken, um zu shorten. Immer die Frage, ja, wo pyramidisierst du? Da unten drunter, da an der 515, unter dieser Kerze, unter dieser Dochtkerze hier, würde ich die erste Position aufstocken, dort die zweite Position aufstocken und dort die dritte. Und unter dem Gap Close hier die vierte. Der Stop ist zu diesem Zeitpunkt, wenn wir hier unten sind, geht der Stop schon BE. Das heißt, die Position ist Break-Even abgesichert und so kann ich die dann auch schön aufbauen und schön pyramidisieren und den ganzen Kram hoffentlich heile nach Hause bringen. Ich weiß nicht, was unsere Jungs und Mädels gestern Nacht gemacht haben oder gestern Abend gemacht haben aus den Shorts, die von der 600 kamen, aber der Verlauf hier war richtig schön. Das hier war dann gestern Nacht, das war ein bisschen schwierig, aber bis hierher war es um 23 Uhr, also kurz vor Börsenschluss, oder hier war Börsenschluss und da hatten wir das Low bei der 333. Das heißt, die Position war 270 Punkte vorne und die darf man auch zu so einem Zeitpunkt nicht mehr in den Verlust laufen lassen. Gehe nochmal auf den Hinweis von Michael ein. Ah, da haben wir es doch. Da. Der Alte war zu geizig mit seinem SL. Wir haben noch gesagt, hoch, hier, Fehlausbruch und hier oben. Ich habe das doch vorhin irgendwo gezeichnet hier. Wo habe ich denn gemalt? Ich habe noch gesagt, oben raus, dann Umkehr und Retour. Jetzt müssen wir diese Nummer hier einmal etwas verfeinern. Dahin und dann nach unten weg. Wir sind wieder in der Flagge hier. Schlusskurs im N5 unter 1,0935. Wir sind bei der 34, also müssen wir den Schlusskurs jetzt abwarten. Da haben wir ihn. Und jetzt den Rücklauf wieder an die 36 oder an die 37. Ja, komm. Fehlausbruch. Eintauchen. Idealer wäre sogar noch ein neues Tief gewesen vorher. Rücklauf an die Kante und dann direkter Rücklauf an die Unterkante. Okay, viel mehr kann ich euch heute nicht erzählen, viel mehr will ich auch nicht erzählen. Wir werden uns hier verabschieden. Wenn Fragen sind, dann stellt sie bitte jetzt, dann gehe ich da gerne drauf ein. Es ist heute sehr ruhig hier. Entweder haben die alle zugehört, haben alle mitgeschrieben, sind, haben angestrengt mitgeschrieben, können es im Kopf nicht verarbeiten, oder vielleicht haben wir es ja auch so toll erklärt, dass es jeder einfach verstanden hat. Glaube ich. Also ich sag mal, ich habe ein bisschen Selbstvertrauen und sage bestimmt B. Es ist bestimmt einfach so, dass das jeder jetzt weiß, wie der Tag verlaufen kann. Diese Pläne setzen wir heute um. Ich habe heute als Nachricht an meine Community oder an unsere Jungs und Mädels, ich habe heute Morgen zwei oder drei Telefontermine, die werde ich wahrnehmen. Das heißt, ich kann zwischendurch eine Stunde oder 2 Stunden abgelenkt sein. Das kann passieren. Lässt sich die Übertragung schärfer stellen? Puh. Ist sie so unscharf, Nelson? Liegt das an mir oder? Nee, ne? Ne. Es liegt an dir. Bestimmt. Nicht, dass ich wüsste, also die Übertragung läuft ja über GoToWebinar und die skalieren das entsprechend so runter oder skalieren das so, dass das Datenvolumen einigermaßen handelbar ist. Aber wir machen ja auch für unsere Community immer Bilder, Screenshots und jagen die hoch auf unsere Kommunikationsplattform Slack, damit die auch wissen,
wo die Marken sind. Okay, damit möchte ich mich für heute verabschieden mit ganz, ganz lieben Grüßen aus dem heute doch verregneten Norwegen. Heute Morgen wird es etwas kälter. Wir hatten die letzten 3 Tage absoluten Hochsommer. Gestern Abend hatten wir, glaube ich, 27 oder 28 Grad. Das ist für Norwegen schon sehr, 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 sehr ungewöhnlich. Und wir sind eigentlich froh über ein bisschen Abkühlung jetzt, dass wir 1, 2 Tage hier mal ein bisschen was Nasses bekommen und uns von der Hitze etwas erholen können. Wir sind noch 3 Wochen, 4 Wochen circa hier auf diesem Platz hier in Norwegen, vielleicht auch 5 Wochen. Das heißt, das nächste Webinar von gleiche Stelle, gleiche Welle oder gleiche Welle, gleiche Stelle sehen wir uns hier wieder, wenn es wieder heißt, Lernen und Handeln mit der Forex Pro Community. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag und sage Tschüss, Tschüss, Moin, Moin, euer Thorsten. Tschüss, Tschüss. Danke dir, Thorsten. Schönen Aufenthalt noch. Dankeschön an alle. Schönen Tag, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao, ciao.